Wenn Sie die Geheimnisse des Universums finden wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung. Nikola Tesla. Obwohl moderne Wissenschaftler dieses Zitat von Tesla gerade erst zu verstehen beginnen, wussten alte Zivilisationen auf der ganzen Welt seit Tausenden von Jahren um die Kraft von Schall, Frequenz und Vibration. In der Essenz aller Religionen und spirituellen Lehren können wir finden, wie die Menschen früher die Macht der Worte nutzten. Diese Kraft wurde in Form von Gebeten für Christen und Muslime, Mantras für Hindus und Buddhisten und Gesängen für die schamanischen Traditionen genutzt. All dies zeigt uns, wie Worte und Schwingungen eine immense Kraft haben, die die Menschen früher oft für viele Zwecke nutzten. In diesem Video untersuchen wir nicht nur die alten Praktiken, sondern auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Kraft der Vibrationen, wie Wissenschaftler derzeit Vibrationen und Frequenzen verwenden, um die DNA von Lebewesen zu verändern und neu zu programmieren, und wie die Tibeter Klang dafür verwendeten, um schwere Steine schweben zu lassen und zu transportieren. Natürlich verraten wir Ihnen auch, wie Sie diese Weisheit zur Selbstverbesserung nutzen können, damit Sie ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben führen können. Lassen Sie mich Ihnen ein interessantes Phänomen mitteilen, von dem Sie bestimmt schon einmal gehört haben oder das Sie schon einmal erlebt haben. Dieses Phänomen zeigt genau, wie stark Schall und Vibrationen sind. Als ich ein Kind war, erinnere ich mich, dass das Bewegen meiner Finger um das Weinglas seltsamerweise einen sehr hohen Ton erzeugte, und ich war wirklich überrascht davon. Aber was passierte, als ich immer wieder dieses Geräusch machte, war, dass das Glas plötzlich zerbrach, und das machte mich noch neugieriger. Was ich damals für Magie hielt, verstehe ich jetzt durch die Wissenschaft. Dieses ungewöhnliche Phänomen wird als Resonanzfrequenz bezeichnet. Jedes Molekül und Atom in diesem Universum schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Die Resonanzfrequenz wird als die spezifische Frequenz dieses spezifischen Objekts oder Atoms betrachtet. Sobald Sie die Resonanzfrequenz oder spezifische Frequenz eines Objekts oder Atoms kennen, können Sie seine Wellen verstärken und sie so groß machen, dass Sie das Objekt schließlich brechen oder zerstören. Das passiert, wenn wir das Weinglas mit der Frequenz anregen, die seiner Resonanzfrequenz entspricht. Nach dem gleichen Prinzip heilte 1938 ein Wissenschaftler namens Dr. Royal Raymond Rife 16 todkranke Krebspatienten. Um es kurz zu machen, Dr. Royal Rife hat ein Heilgerät entwickelt, das nur elektromagnetische Frequenzen verwendet, um jede Krankheit zu bekämpfen oder zu zerstören. Diese Entdeckung hätte die medizinische Industrie komplett verändern sollen, aber aus unbekannten Gründen wurde diese Information von den Mainstream-Medien und von Big Pharma unterdrückt. Obwohl eine massive Unterdrückungskampagne durchgeführt wurde, bestätigten viele andere Wissenschaftler Rifes Entdeckung, indem sie sein Frequenzheilungsgerät testeten. Das Ergebnis war die Eliminierung von 60% der Krebszellen von Patienten, nur durch die Kraft der Resonanzfrequenzen. Obwohl die FDA dafür sorgte, dass alles von dieser Heiltechnologie zerstört wurde, interessierte sich kürzlich ein Musikprofessor namens Anthony Holland, der auch Komponist ist, für die physikalischen Wirkungen von Geräuschen. Also beschloss er, ein Labor einzurichten, um die Auswirkungen von Tonfrequenzen auf die Mikrobiologie zu untersuchen. Dr. Holland gründete zu diesem Zweck eine gemeinnützige Organisation und begann seine Experimente mit harmlosen Mikroorganismen wie Pantoffeltierchen. Was er entdeckte, war, dass genau wie das Weinglas eine bestimmte Kombination von zwei verwandten Frequenzen die Zielzellen vollständig zerstören würde. Nach diesem Experiment ging er hinaus, um die Frequenzen herauszufinden, die Krebszellen zerstören könnten. Nach einem Jahr der Forschung fand er, genau wie Royal Rife, die Frequenzen heraus, um Bauchspeicheldrüsenkrebs und Leukämiezellen zu bekämpfen. In verschiedenen Experimenten zerstörte er erfolgreich 60% der Zellen, genau wie Royal Rife. Das ist nichts Neues. Fälle,
in denen Klang verwendet wurde, um heilende und übernatürliche Ergebnisse zu erzielen, können in fast allen alten Zivilisationen gefunden werden. Auch heute noch verwenden Schamanen unterschiedliche Instrumente und Rituale für unterschiedliche Heilzwecke. Im Werkzeugkasten eines schamanischen Heilers ist das am häufigsten verwendete und wichtigste Heilmittel der Ikaro, ein heiliges Lied, das der Arzt dem Patienten vorsingt, um das natürliche Wohlbefinden und die Gesundheit des Patienten zu stimulieren. Dieses Lied wird auch in spirituellen Praktiken mit Ayahuasca verwendet. Jetzt, da Sie das Konzept der Resonanzfrequenz verstehen, wird dies Ihr Verständnis der Kraft von Mantras, spezifischen Instrumenten und klangbasierten Ritualen, die von alten Zivilisationen durchgeführt werden, erhellen. Das sind keine Voodoo-Tricks, sie sind reine Wissenschaft, die von unseren Vorfahren verwendet wurden. Neben der Anwendung dieses Wissens für die Heilung gibt es auch Hinweise darauf, wie die Menschen des Altertums Schall, Vibrationen und Frequenzen nutzten, um schwere Steine und Gegenstände zu schnitzen und schweben zu lassen und sie zum Bau megalithischer Strukturen zu verwenden. Es wird angenommen, dass die Ägypter ein Gerät hatten, das auf eine bestimmte Frequenz eingestellt werden konnte, und damit konnten sie massive Steine schneiden, als ob sie Butter schneiden würden. Wenn Sie nicht glauben, dass eine solche Technologie existieren könnte, schauen Sie sich einfach die Al-Naslaer Felsformation an, die sich in der Taima-Oase in Saudi-Arabien befindet. Oder der Puma-Punku-Komplex mit Dutzenden von Steinen, die alle mit laserähnlicher Präzision geschnitten wurden. 1939 wurde ein schwedischer Arzt namens Dr. Jarl in ein tibetisches Kloster gebracht, um einen hohen Lama zu behandeln. Er blieb lange im Kloster und wurde ein enger Freund der Tibeter. Eines Tages brachten ihn die Mönche zu einer Klippe, wo sie eine Felswand bauten. Sobald sie einen großen Stein fanden, der bewegt werden musste, wurden 19 Musikinstrumente in einem Bogen aufgestellt, genau 63 Meter vom Stein entfernt. Es gab 13 Trommeln unterschiedlicher Größe und 6 Trompeten, von denen jede 3 Meter lang war. Die Mönche begannen, die Instrumente zu spielen, und alle sangen ein bestimmtes Mantra. Nach 4 Minuten begann der Stein auf wundersame Weise zu schwanken, und plötzlich hob er in Richtung der Klippe ab und landete nach 3 Minuten Aufstieg auf der Spitze der Klippe. Dr. Jarl behauptete, dass die Mönche mit dieser Methode 5 bis 6 Steine pro Stunde bewegen konnten. Er machte 2 Videos, die diesen Vorfall deutlich aufzeichneten, aber beide wurden von seinen Arbeitgebern beschlagnahmt, sobald er zurückkam. Im Jahr 2015 gelang es einem von einem Team aus Spanien gebauten Gerät, kleine Objekte nur mit Geräuschen schweben zu lassen und zu manipulieren. Und hier ist ein interessantes altes Video eines akustischen Schwebegeräts von Dr. David Deek. Eine weitere kürzlich von Wissenschaftlern gemachte Entdeckung war, wie Töne, Frequenzen und Schwingungen die Macht haben, unsere DNA zu programmieren oder umzuprogrammieren. Im Jahr 2011 führte der russische Biophysiker Pyotr Gajajew mehrere Experimente durch, bei denen er DNA modifizierte, indem er nur Schall- und Lichtfrequenzen verwendete. Das Experiment war hervorragend. Er und sein Team verwandelten Froschembryos erfolgreich in Salamanderembryos, indem sie einfach die DNA-Informationsmuster allein durch Frequenz übertrugen. In der heutigen Wissenschaft gibt es einen Begriff namens Junk-DNA, der uns im Grunde sagt, dass 97% unserer DNA nutzlos sind und absolut keinen Zweck haben. Aber kann die Natur so ineffizient sein? Ich glaube nicht. Diese sogenannte Junk-DNA könnte der Schlüssel sein, um unser volles Potenzial freizusetzen und nicht nur die Selbstheilung zu aktivieren, sondern viele andere Fähigkeiten, die als übernatürlich gelten. Inzwischen fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie die Kraft von Klang und Frequenz nutzen können, um Ihre Gesundheit, Ihr Glück und Ihr gesamtes Wesen zu verbessern. Also ohne weitere Umschweife, hier sind einige Tipps, die Sie in Ihrem täglichen Leben anwenden können. Tipp Nummer 1. Beginnen Sie mit Affirmationen mit 432 oder 528 Herzmusik im Hintergrund.
Wie in diesem Video erklärt, sind Gedanken und Worte, insbesondere die Schwingung, die von ihnen ausgeht, äußerst kraftvoll. Wenn ich die Schwingung von Worten sage, beziehe ich mich auf die Absicht dahinter. Die Absicht ist das, was Ihren Affirmationen Kraft verleiht. Stellen Sie sich beispielsweise zwei Szenarien vor. In beiden Szenarien werden Sie bestätigen: Ich bin wirklich dankbar für alles in meinem Leben. Aber in einem Fall glauben Sie es wirklich und in dem anderen Fall können Sie es nicht als wahr empfinden. Wenn Sie beide Fälle aufzeichnen, wird es definitiv einen Schwingungsunterschied geben. Obwohl Affirmationen extrem wichtig sind, sind es die Gefühle und die Absicht dahinter, die die Schwingungskraft erzeugen, die für die Veränderung Ihres Körpers, Ihres Geistes und Ihrer Seele verantwortlich sind. Die Verwendung von 432 oder 528 Hertz-Musik im Hintergrund verstärkt den Effekt noch mehr. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass diese Frequenzen Angstzustände reduzieren und den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. Sie fördern die Synchronität zwischen beiden Gehirnhälften und steigern Kreativität, Einsicht und Intuition. Die Vorteile dieser alten und heiligen Frequenzen sind viel zu zahlreich, um sie in diesem Video aufzulisten. Also sollten Sie sie unbedingt zusammen mit Ihren Affirmationen verwenden. Tipp Nummer 2. Inspirieren Sie sich dazu, Yoga, Tai Chi oder jede Art von Meditation zu praktizieren, die Sie in einen hochschwingenden Zustand versetzt. Jetzt, da Sie wissen, dass Sie Selbstheilung erreichen können und dass Sie durch Energiezufuhr die sogenannte Junk-DNA aktivieren können, müssen Sie nur noch damit beginnen, dieses Wissen zu praktizieren und eine Gewohnheit zu schaffen, die Sie auf höhere Schwingungen einstimmt. Und halten Sie Ihren physischen, mentalen und emotionalen Körper im Gleichgewicht und stark. Die meisten von uns kennen die Vorteile dieser alten Praktiken, aber ein tieferes Verständnis der Kraft dahinter kann uns dazu inspirieren, Maßnahmen zu ergreifen und unsere eigenen täglichen Routinen zu schaffen. Tägliche spirituelle Übungen sind etwas, das in jeder spirituellen Tradition wesentlich ist. Einmal rief ein Schüler eines bekannten Yogis seinen Meister an und fragte: Meister, wenn du erwacht bist, warum praktizierst du immer noch jeden Tag 2,5 Stunden? Dann antwortete der Meister: Ich übe weiter, damit ich als jemand Erwachter bleiben kann. Selbst wenn wir erweiterte Bewusstseinszustände erreichen, ist Übung der Schlüssel, um sie aufrechtzuerhalten und weiter voranzukommen. Hier ist eine Liste mit 12 wissenschaftlich belegten Vorteilen der Meditation. Und wenn es so viele wissenschaftliche fundierte Vorteile gibt, stellen Sie sich nur vor, wie viele weitere Vorteile Meditation bietet, die immer noch nicht von der Wissenschaft abgedeckt sind. Tipp Nummer 3. Singen Sie unter der Dusche oder wo immer Sie sind. Eine Sache, die mir klar wurde, ist, dass durch Singen tiefe Heilung geschehen kann. Besonders wenn es einem egal ist, was andere denken. Singen kann ein sehr kraftvoller Weg sein, all die negativen Frequenzen und Emotionen, die sie festhalten, herauszulassen. Krankheiten treten immer dann auf, wenn wir eine emotionale Blockade haben, und manchmal können diese Blockaden durch Singen gelöst werden. Es spielt keine Rolle, ob Sie gut oder schlecht singen. Nutzen Sie Ihre Energie. Lassen Sie die Energie durch das Singen aus Ihnen fließen. Und Sie werden die tiefe Heilkraft dieser Praxis spüren. Je nach Schwingungszustand, in dem ich mich befinde, singe ich verschiedene Lieder. Manchmal singe ich nur Rhythmen, ohne ein Wort zu sagen, aber hinter den Rhythmen kann ich die Frequenzen spüren, die in mir waren und sich manifestieren. Und sobald ich sie loslasse, fühle ich mich so viel leichter und ausgeglichener und komme ganz natürlich in einen hohen Schwingungszustand. Tipp Nummer 4. Testen Sie Heiltechniken oder Behandlungen, die auf Magnetismus basieren. Wenn Sie Kopfschmerzen oder andere Schmerzen verspüren, versuchen Sie eine Heilung durch Magnetismus. Therapeuten entdeckten, dass wenn bestimmte Körperteile schwachen elektrischen oder magnetischen Feldern ausgesetzt werden, dies positive gesundheitliche Auswirkungen hat. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass die Verwendung eines akuten, lokalisierten statischen Magnetfelds mittlerer Stärke zu einer signifikanten Verringerung der Schwellung führen kann, wenn dies unmittelbar nach einer entzündlichen Verletzung angewandt wird.
Dies bedeutet, dass Magnete verwendet werden könnten, ähnlich wie Eispackungen und Kompression jetzt für alltägliche Verstauchungen, Beulen und Prellungen verwendet werden, aber mit vorteilhafteren Ergebnissen. Magnete werden seit dem antiken Griechenland für ihre heilenden Eigenschaften angepriesen. Die Magnetfeldtherapie wird auch heute noch häufig als alternative Methode zur Behandlung einer Reihe von Erkrankungen von Arthritis bis Depression eingesetzt. Wenn Sie möchten, können Sie die Hilfe eines Reiki-Lehrers in Anspruch nehmen oder von jemandem, der auf Energieheilung spezialisiert ist. Der beste Weg, das Potenzial der Schwingungsheilung zu verstehen, ist die Erfahrung. Tatsächlich gibt es einige Krankenhäuser in Argentinien, die Reiki-Heilung als eine ihrer therapeutischen Optionen anbieten. Daher ist die Entwicklung von Heilgeräten dieser Art dort sehr verbreitet. Tipp Nummer 5. Verwenden Sie stark vibrierende Objekte in Ihrer Umgebung. Wie wir bereits besprochen haben, hat jedes Objekt und jeder Gegenstand seine eigene Schwingung. Und das Hinzufügen von Objekten, die mit hohen Schwingungsfrequenzen geladen sind, wie Kristalle und Mandalas, wird so etwas wie eine hochschwingende Kapsel schaffen, die Ihnen hilft, leichter mit höheren Schwingungen in Verbindung zu bleiben. Sie waren wahrscheinlich schon an Orten, an denen Sie sich beim Betreten sehr ruhig und friedlich fühlten. Wenn Sie Ihr eigenes Zimmer oder Haus in diese Art von Ort verwandeln, werden Sie eine allgemeine Verbesserung in Ihrem Leben erfahren und Ihre Meditationen werden ebenfalls verstärkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.